Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und heute geht es weiter mit der Anfängerserie. Wir haben uns in den letzten Videos angeschaut die ISO-Zahl, die Blende und die Verschlusszeit, die drei Variablen, mit denen man die Kamera verstellen kann. Und heute packen wir alles zusammen und es geht um das Belichtungsdreieck. Uh, viel Spaß! Wir kennen jetzt die drei Variablen ISO, Verschlusszeit und Blende und mit diesen drei Variablen kannst du sowohl die Helligkeit als auch den Look deines Fotos entscheidend verändern. Ich habe dir ja schon in den anderen Videos immer wieder gezeigt, dass diese drei Variablen irgendwie zusammenspielen und wenn man eine von ihnen verändert, dann müssen die anderen angepasst werden, um die Helligkeit des Bildes gleich zu behalten. Aber jetzt wollen wir uns das Ganze mal genauer anschauen, wie das im sogenannten Belichtungsdreieck eigentlich funktioniert. In dieser Grafik siehst du jetzt einmal die Kameraeinstellung, die ich aktuell verwende. Ich bin bei einer Verschlusszeit von einer 200-Sekunde, Blende 5.6 und ISO 400. Wenn ich jetzt die Verschlusszeit auf eine 400-Sekunde verkürzen wollen würde, dann müsste ich automatisch auf eine Blende 4 aufblenden und die ISO-Zahl bei 400 lassen, um die gleiche Belichtung im Foto zu behalten. Andersherum könnte ich natürlich auch die ISO-Zahl auf ISO 800 erhöhen und dabei bei Blende 5.6 bleiben, um die gleiche Belichtung zu behalten. Als Anfänger fragst du dich jetzt wahrscheinlich aber, in welcher Situation muss ich denn eigentlich welche Variable verändern, um ein bestimmtes Ergebnis zu bekommen. Da gibt es ganz unterschiedliche Philosophien, wie die Fotografen rangehen und ich möchte dir jetzt einfach mal meine ganz persönliche zeigen. Als erstes überlege ich mir immer, was für eine Verschlusszeit ich brauche. Fotografiere ich auf einem Stativ und kann Verschlusszeiten wählen, die unendlich lang sein können. Oder aber fotografiere ich zum Beispiel Action, Sport, wo wir sehr kurze Verschlusszeiten brauchen, um die Bewegung einzufrieren. Dann ist natürlich auch noch wichtig, welche Tageszeit wir haben. Fotografiere ich in der prallen Mittagssonne, wo ich auf jeden Fall sehr kurze Verschlusszeiten brauche, oder fotografiere ich in der Abendsonne, wo wir die Verschlusszeiten schon verlängern müssen, damit wir noch eine optimale Belichtung im Foto haben. Denke auch wieder an die Regel 1 durch Brennweite. Das heißt, wenn ich mit der Hand fotografiere, und dann das Foto nicht verwackeln möchte, dann sollte ich bei einer Brennweite von zum Beispiel 200 Millimetern auch eine 200. Sekunde Verschlusszeit Minimum wählen. Wenn nicht sogar, lieber eine 400. Sekunde, um ganz sicher zu gehen. Als nächstes kümmere ich mich um die Blende. Das bedeutet, da entscheide ich, wie scharf oder wie unscharf der Hintergrund und der Vordergrund sein soll. Wenn ich zum Beispiel Landschaften fotografiere, dann möchte ich alles im Bild scharf haben. Da wähle ich dann eine geschlossene Blende, wie zum Beispiel Blende F11. Oder aber möchte ich eher Porträts fotografieren, wo der Hintergrund wirklich schön unscharf sein kann, um dann auch die Person schön herausstechen zu lassen. Da wähle ich offene Blenden, wie zum Beispiel 2.8. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch da wieder dran denken, wie viel Licht soll auf den Sensor fallen. Das heißt, wenn ich jetzt schon in einer Situation bin, wo ich sehr wenig Umgebungslicht habe, dann muss ich vielleicht sogar die Blende weiter öffnen, damit ich dann entsprechend auch noch genug Licht auf dem Sensor habe, um das Foto richtig zu belichten. Wenn ich jetzt zum Beispiel abends im Club fotografiere, da muss ich mit einer geöffneten Blende fotografieren, auch wenn ich es vielleicht gar nicht möchte. Als letztes wähle ich immer die ISO-Zahl und ich bin jemand, der immer sehr gerne mit sehr niedrigen ISO-Zahlen fotografiert, um die optimale Bildqualität zu haben. Als Landschaftsfotograf ist das natürlich etwas, was man unbedingt haben möchte, weil man seine Bilder auch meistens in Groß ausdruckt. Es gibt aber auch Fotografen, die gerne so einen körnigen Effekt noch in ihrem Foto haben möchten und die drehen dann auch mit Absicht ihre ISO-Zahl mal etwas höher, damit sie diesen Effekt erzielen können. Da gibt es unterschiedliche Philosophien und du solltest dir natürlich überlegen, was du gerne haben möchtest. Auf der anderen Seite ist natürlich die ISO-Zahl nicht nur für den Körnungseffekt da oder für das Bildrauschen, sondern auch wenn du wenig Umgebung Licht hast, dann musst du in bestimmten Situationen deine ISO-Zahl nach oben drehen, wie vorhin schon angesprochen. Wenn es sehr dunkel draußen ist, dann muss auch ich meine ISO-Zahl hochdrehen, obwohl ich es eigentlich gar nicht möchte. Aber das ist dann in dem Fall so und da muss man Kompromisse eingehen. Du siehst, es gibt keine passende Antwort auf alle Situationen. Aber das ist ja auch das Schöne an der Fotografie, dass du viel ausprobieren musst, experimentiere viel, mache Fehler und aus diesen Fehlern kannst du dann lernen. Das bedeutet, Schau immer in den jeweiligen Situationen, welche Einstellung du haben möchtest. Überlege dir vorher, möchtest du einen scharfen oder einen unscharfen Hintergrund haben? Möchtest du, dass deine Objekte, die du fotografierst, von der Bewegungsschärfe her scharf sind oder eher ein bisschen verwischt? Und überlege dir, ob du einen Curling-Effekt haben möchtest oder einen sehr cleanen Bildstil. Dann entscheidest du das Ganze mit der ISO. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Experimentieren und beim Fehler machen, denn das ist wichtig. Und jetzt geh raus und mache Fehler. Bis dahin, ciao.